Ja, servus Leute und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge LS13 in Revival Challenge gegen Solaris Game World. Ja, wir sind wieder da. Wir sind wieder hier am Ackern. Wir haben eine Palettenmission, die wir durchführen wollen. 5700 Euro gibt es dafür plus vielleicht, keine Ahnung, 500-600 Euro Zeitbonus. Es wird nicht viel sein. Aber knapp 5000 Euro, damit können wir nochmal Kredit zurückzahlen. Das ist, denke ich mal, gar nicht mal so schlecht mit dem Frontlader hier, mit dem Deutz ist das eigentlich eine relativ schnelle Sache. Und die Paletten sind noch viel, viel einfacher aufzunehmen als ohne. Von daher würde ich sagen, ist das in Ordnung. Wir wollen jetzt natürlich gucken, dass wir an die Paletten drankommen, klar. Aber das sollte eigentlich relativ schnell machbar sein. Der hat eine Wahnsinnsgeschwindigkeit. Der Dolz hat knapp 50 km/h, 52 km/h. Das ist richtig nice. Und von daher, wir haben eine relativ gute Geschwindigkeit damit und sind relativ flott unterwegs zum Glück. Das ist eine relativ schicke Sache. So, der Drescher ist hier dran an Feld 6. Anschließend können wir wieder weitermachen mit der Neueinsaat auf Feld 6. Mal gucken, was wir machen. Eventuell auch wieder Raps erstmal, bis wir die eine Investition haben. Müssen wir mal schauen. Müssen wir mal schauen. So. Wie gesagt, heute Aufnahme. Morgen muss ich leider wieder arbeiten. Da ist der Urlaub vorbei. Das ist doof. Urlaub vorbei ist immer doof. Da hinten zu den Schafen, okay. Können wir direkt auch nochmal die Wolle wegbringen. Können wir anschließend direkt auch nochmal die Wolle wegbringen. Dann haben wir das nämlich auch direkt erledigt. Finanzen heute, Statistiken. Wo sind wir heute? Bei den Kühen bei 2237 Liter Milch. Oha, das ist ordentlich. Über 2000 Liter Milch. Das könnten wir vielleicht aber nochmal steigern. Denn entweder zahlen wir jetzt Kredit nochmal zurück, was ich eigentlich auf jeden Fall machen würde, oder wir gehen hin und investieren nochmal in neue Kühe. Egal, komm, wir machen erst Kredit. So viele Folgen haben wir nicht mehr Zeit. Sonst wird es langsam eng. Aber gut. Kriegen wir hin. Wie sieht es bei den Schafen aus? 461 Liter Wolle. Okay. Können wir nochmal verscherbeln. Bringt auch wieder ein bisschen Geld. Bringt auch wieder ein bisschen Geld. Wenn wir schon mal hier sind, können wir das auch direkt mal machen. Ist ja relativ einfach hier. Einfach mal mit der Weingabel reinfahren. Palette aufnehmen.
und oben zum Wolleverkauf fahren. Das geht relativ einfach. Und schon wieder 33 Liter Wolle drin. Das ist Wahnsinn. Gerade weggeholt, schon wieder 33 Liter Wolle drin. Wahnsinn. Liter Milch. Die müssten jetzt gleich abgeholt werden. 0 Uhr, ich bin mal gespannt, wie viel Geld das bringt. Die Wolle hat jetzt knapp 1000 gebracht. Ja. Hoppala. Ups. Das war in Ordnung mit der Wolle. 1000 Euro ist in Ordnung. Ich bin jetzt mal gespannt, was die Milch bringt. Ob die sich refinanzieren. Ich glaube ja. Mittlerweile refinanzieren die sich. Ja. Die Tierkosten sind geringer. Als der verkaufte Milch. Die kosten 50.000. Oder? Nee. Ja, obwohl, ja, es geht. Kriegen wir auf jeden Fall hin. Nächste Wolle steht auf jeden Fall hier. Der ist durch. Dann kann er direkt runter zu Feld 6. Dann kann der den Kipper fahren. Kann er direkt den Grober mitnehmen, ne? Da können wir mit dem Deutz was anderes in der Zeit machen, ne? Wir können da mit dem Deutz was anderes in der Zeit machen. Das denke ich mal in Ordnung. Cool. Cool, cool, cool. Ja, kriegen wir schon hin alles. Das kriegen wir schon alles hin. Der kann jetzt mit dem Kipper fahren. Hat den Grober schon mal mitgenommen. Anschließend können wir mit dem Grober auf Feld 6. Das sollte dann eigentlich passen. Sollte ich vielleicht auch immer an der richtigen Seite ranfahren. Das wäre auch optimal, ne? Könnte zumindest helfen. Im Dunkeln sieht man schwer. Im Dunkeln sieht man das schwer, ne? Ja gut, kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. 4200 Liter ist in Ordnung. Wie machen sich aktuell die Preise? Das geht, ne? Könnte besser sein.
Könnte besser sein. Naja, gut. Kredit. Minus 30.000. Jetzt haben wir 5.000 zurück. Haben noch 15.000 auf dem Konto. Der kann das machen. Dann können wir mit dem Deutz in der Zeit genau was anderes machen. Ne? Denn wir fahren jetzt nochmal einmal in Richtung BGA und schaffen die restliche Silage noch ein. Dann verdienen wir da auch nochmal ein bisschen Kohle. Denke ich mal auch nicht verkehrt. Denke ich mal auch nicht wirklich verkehrt, Leute. Ne? Haben wir auf jeden Fall genug zu tun. Also genug Möglichkeiten, was zu machen, haben wir auf jeden Fall. Wenn man hier sieht, das Gras ist schon wieder gewachsen. Da können wir auch bald wieder mähen. Ist auch in Ordnung. Ist auch optimal. Da können wir noch einiges machen. Aber gut. Jetzt machen wir erstmal die restliche Silage rein. Im Verkauf bei der BGA. Kriegen dadurch natürlich auch noch eine Gülle dort. Ne? Ist auch nicht verkehrt. Also machen können wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge. Machen können wir noch eine ganze Menge. Gut. Gut, gut, ne? Sollen wir direkt nochmal auftanken? Tanken wir direkt nochmal auf, ne? Wenn wir schon mal hier sind. Da steht der Ladewagen. Das ist die Silagezange. Den bauen wir jetzt. Komm schon, ja, perfekt. Kurve gemeistert. Kurve gemeistert. Also, der Deutz ist in dem Sinne, finde ich, fantastisch gewesen, den zu kaufen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Muss man wirklich sagen, wir können hier das wesentlich schneller reinschaufeln. Die Silage, beziehungsweise wir kriegen mehr auf die Schaufel statt 2000 Liter, 3000 Liter und der fährt statt 30 km/h 50 km/h. Ich finde, das ist relativ geil. Das ist relativ geil. So, das gibt schönes Geld. 20.000 Euro auf dem Konto, nice. Mischen kommt noch rein. Ansonsten haben wir keine Silage mehr. Lohnung 6.000 Euro. Na gut. Aber wir müssen zu den Schafen sowieso. Na gut, dann fahren wir da mal eben hin. Wir machen eben schnell mal den Drescher leer. Denken wir zu den Schafen, schaffen wir auch ohne Minimap. Machen eben den Drescher leer, dann fahren wir mit dem Frontlader hin. Hoppala. Hopp. Ganz schön viel Raps.
Leute, ganz schön viel Raps. Sehr gut. Der ist dran. Oh, der ist sogar fertig mit der Ansatz. Nice. Gut, fahren wir einmal zu den Schafen mit Frontlader. Und einmal die Palette da. Müssen wir sowieso hin wegen der Gabel. Von daher ist das in Ordnung. Kriegen wir nochmal 6.000 Euro. Und wie gesagt, hier mit dem Droid ist das einfach fantastisch. Mit dem Droid ist das einfach fantastisch, Leute. Weil wir sind damit so schnell unterwegs, das ist Wahnsinn. Das ist eine richtig coole Sache. Das ist wirklich eine richtig coole Sache. Ups. Ja. Das ist gut. So, das ist die Palettengabel. Ist jetzt die Frage, wo die Palette steht. Die steht vielleicht hier vorne irgendwo. An. Bei Wolle ist. Ich wollte gerade sagen, hä? Wo steht denn hier eine Palette? Hier wird die dann teilweise abgegeben, eventuell da. Ich wollte gerade sagen. Pass auf. Bevor wir jetzt leer hinfahren, nehmen wir die Wolle mit. Dann nehmen wir die Wolle direkt wieder mit hier. Können wir ihn direkt mitnehmen. Ein Abwasch. Wieder ein paar Liter Wolle. Ja, ist nicht viel, ich weiß, da sind vielleicht 100 Liter, aber besser als nichts. Und so teuer sind die Schafe nicht. Ich finde, das lohnt sich schon. Ich finde, das lohnt sich auf jeden Fall. Mit den Schafen. So, wo ist jetzt die Palette? Die Palette müsste ja irgendwo hier stehen, ne? Ich glaube, hier vorne steht sie. Ja. Bin mal gespannt, wo die hin muss. Aber gut, ist ja kein Problem, die nehmen wir mit.
Fahren wir die Palette mal zum Zielort. Und werfen die mal eben schnell weg. Egal, damit können wir die ja relativ schnell wieder aufheben. Wegwerfen ist normalerweise keine Option, aber okay. Wegwerfen ist normalerweise keine Option hier. Ach, geht leider nicht anders. Schauen wir dafür keinen Ballenwagen. Die Wolle können wir uns vielleicht auf Dauer mal einen Ballenwagen kaufen, dafür nicht. Das sehe ich nicht ein. Das sehe ich da nicht ein. Komm schon. Der hinten irgendwo an den Rand der Karte müssen wir. Aber gut. Ist ja nicht viel Arbeit, ne? Einmal eine Palette hinfahren, passt und fertig. Das geht relativ zügig. Sind wieder 6.000 Euro. Die wir aktuell sogar relativ gut gebrauchen können. Die wir aktuell sogar sehr, sehr gut gebrauchen können. Aber hier mit Frontlader, mit dem hier ist das auch in Ordnung. Mit dem ist das auch in Ordnung. Das kriegen wir hin. So. Anschließend machen wir uns jetzt auf den Weg nochmal zum BGA, beziehungsweise werden nochmal den Drescher abtanken. Den Drescher werden wir uns nochmal abtanken. Oh, der ist auch fast fertig mit dem Feld. Nice. Statistiken, was eigentlich Statistiken? Liter Milch, oha, nice. Was sagen die Preise? Weizen können wir noch verkaufen, Güterbahnhof. Ist jetzt über 600 Euro. Ja. Schauen wir mal. Gut, so viel Rapsige kommt ja nicht zustande. Ne? Das ist nicht viel, aber 7.300 Liter. Immerhin besser als nichts. Gut. Wir zahlen auf jeden Fall nochmal Kredit zurück. 20.000 Kredit haben wir noch vor der Brust. Das sollten wir aber relativ schnell erledigt haben. Der ist mit der Einsatz fertig. Nice. Können wir einmal runterfahren zu Feld 6 damit. Gedüngt ist hier, das heißt, das Feld kann wachsen. Wir fahren jetzt damit auch direkt zu Feld 6 wieder runter. Können wir da nämlich direkt auch wieder einsehen mit. Und dann sollte das passen. Sollte das eigentlich passen.
Das sollte dann eigentlich passen. Aber gut, kriegen wir hin. Das kriegen wir ohne Probleme hin, Leute. Ich kann auf jeden Fall direkt anfangen hier zu grubbern. Legen wir mal die Sämaschine hier hin. Ich kann dann direkt anfangen zu grubbern. Kann direkt die Neueinsatz starten. Der kann direkt die Neueinsatz starten hier, ne? So, Drescher nochmal abtanken. Jetzt fast wieder voll. Das wird noch stressiger hier, wenn wir später hier mehr Felder besitzen. Heißt aber auch, dass wir hier mal in Richtung Drescher mal investieren sollten, da einen besseren zu kriegen, ne? Kriegen wir aber alles hin. Der ist dran, der ist nicht dran, der fährt jetzt zurück zur BGA, an den Schafen vorbei, da schmeißen die Ballengabel hin. Dann passt das eigentlich auch wieder. Haben wir gut heute was geschafft wieder. Meiner Meinung nach ist es gut, was passiert. Die Preise können wir noch mal beobachten. Wenn jetzt 2 Uhr nachts ist. Schauen wir mal. Vielleicht steigt der Weizenpreis noch, dann können wir noch mal Weizen verkaufen. Preis für Raps steigt nochmal. Wäre eine coole Sache, aber sehen wir dann. In dem Sinne danke euch erstmal fürs Zuschauen. Wir sehen uns bis dahin. Servus und tschüss.